Gib gewöhnlichen Menschen die richtigen Werkzeuge und du wirst außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. So oder so ähnlich hat es Neil Gershenfeld formuliert, der Professor vom berühmten MIT in Boston, als er das erste Fab Lab vor vielen Jahren gründete. Heute gibt es Fab Labs in aller Welt und demnächst auch bei uns. Mehr dazu jetzt. Wir stehen hier in der Banningstraße 15. An dieser Stelle stand früher die Maschinenfabrik Banning. Eine Fabrik, die große Maschinen produziert und in alle Welt verkauft hat. Dieser Standort wird auch für die nächsten Jahre wieder von Bedeutung sein. Denn hier an dieser Stelle entsteht das FabLab Hamm. Und das zeigen wir euch jetzt mal von innen. Wir sind jetzt hier im Treppenhaus des ehemaligen Verwaltungsgebäudes und wie man erkennen kann, das atmet so ein bisschen den Charme der 60er Jahre, der Wirtschaftswunderzeit, und wir gehen jetzt mal in die zweite Etage. So, wir sind hier in der zweiten Etage, der obersten auch in diesem Gebäude, und hier auf über 400 Quadratmetern Nutzfläche wird das FabLab Hamm entstehen. So, jetzt sind wir mitten in den Räumlichkeiten des zukünftigen FabLabs. Wie man sehen kann, alles noch so ein bisschen Büroetage. Aber wenn das erstmal raus ist, hier einfach ein großer zusammenhängender Saal entstanden ist, dann haben wir hier Platz für alle möglichen Maschinen. Für die traditionellen und für die neuen. Also klassische Holz-, Metall- und Kunststoffbearbeitungsgeräte, genauso wie moderner 3D-Druck, CNC-Lasercutter oder CNC-Fräsen. Ja, jetzt sitze ich hier auf einem Sofa, das unsere Vormieter hier hinterlassen haben. An dieser Stelle wird später die Metallwerkstatt sein. Die genauen Pläne, wie dieses FabLab ausgestattet sein soll, welche Maschinen wir einsetzen möchten und welche Angebote wir machen möchten, das könnt ihr alles auf unserer Website nachlesen, beziehungsweise in den entsprechenden Bildern, die wir rechts und links vom Video platziert haben. Im Hintergrund seht ihr noch das alte Firmenlogo der Maschinenfabrik Banning. Und wenn ihr wollt, dass an diesem historischen Standort wieder etwas ganz Neues entsteht, dann unterstützt uns mit eurem Beitrag.